WordPress-Formulare. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich bin hier auf Kontakt und ich hätte hier gerne statt Text eben ein Formular. Wie geht das? Ich gehe hier zu Site, Plugins und ich hole mir ein Formular-Plugin. Ich gehe zu Installieren und suche nach folgendem Plugin, das heißt Kontaktform 7. Das ist weit verbreitet, das hier mit dem Vulkan installieren und natürlich aktivieren. Wenn dieses Plugin aktiviert ist, dann finden Sie links hier neu Formulare. Ich gehe zu Formulare und da ist bereits ein Kontaktformular drin. Das ist also bereits erstellt. Ich könnte das nun ändern oder ein neues machen. Also ich kann verschiedene Formulare gebrauchen. Ich erhalte nachher einen sogenannten Shortcode, also ein kleines Code-Schnipsel, das ich dann irgendwo einfügen kann und das zeigt mir dann sofort das Formular an. Ich gehe doch mal zu diesem Kontaktformular 1, ich benenne das um und sage einfach nur Kontakt, das genügt mir, Kontakt und schau mal, was ist hier drin. Hier habe ich eigentlich das Formular und ich komme hier doch ein bisschen mit dem Programmiercode in Berührung. Das ist das Formular im Internet und hier wird das Mail eingerichtet, das ich nachher erhalte. Hier wird also der Name abgerufen, die Mailadresse und die Nachricht. Also das Formular im Internet und das Mail, das ich nachher erhalte. Ich schaue mir das also einmal an. Zuerst speichere ich dieses Formular, gehe hier wieder zu all meinen Formularen. Hier steht mein Formular Kontakt. Ich hole den Shortcode, ich markiere den Ctrl-C und ich gehe nun zu meiner Seite Kontakt hier und füge hier zum Beispiel anstelle dieses Textes hier diesen Code ein mit Ctrl-V. Aktualisieren. Ich schaue mir das an. Und siehe da, hier ist bereits das Formular. Sieht noch nicht gut aus, es klebt so hier neben dem Bild. Also, da muss ich noch etwas korrigieren. Ich gehe zurück zur Seite Bearbeiten. Ich mache hier ein paar Zeilenschaltungen. Vielleicht genügt bereits eine und Seite ansehen. Ja, Sie sehen also, die Seite bearbeiten entspricht nicht ganz der Webseite und hier muss man oft ein bisschen künsteln. Ich mache noch eine Leerzeile, aktualisieren, Seite ansehen. Jetzt ist das Formular hier zu sehen und es funktioniert tatsächlich. Ich bin ein bisschen erstaunt, denn woher kennt WordPress meine Mailadresse? Natürlich von Beginn an, denn ich habe ja ganz am Anfang meine Mailadresse hier eingetragen und hier geht das Mail auch hin. Ich gehe nochmals zurück zur Seite. Hier zu Kontakt, ich lösche nachher Bild und Text, ich hätte gerne nur noch das Formular, ich lösche das nun, also ich markiere das, Delete, auch diese Trennlinie will ich nicht, jetzt habe ich nur noch das Kontaktformular, das aktualisiere ich hier und das kann ich einfach so lassen. Alles, was ich hier vorne beim Formular ändere, ist nachher auch auf der Seite sichtbar. Ich gehe nochmals zu Kontakt, denn hier hätte ich doch gerne eine Zeile mehr. Warum? Was fehlt? Zum Beispiel die Straße und die Adresse. Und hier Pflichtfeld, das tönt so schrecklich. Ich hätte hier gerne einfach einen roten Stern und mehr nicht, also nicht noch Pflicht und so. Also gehe ich zurück und bearbeite das. Hier hätte ich doch gerne noch die Straße. Ich kopiere einfach diesen Code, Ctrl-C, mache hier eine Zeilenschaltung, Ctrl-V. Klar, jetzt hätte ich zweimal den Namen. Ich ändere hier einfach das Wort auf Straße
und hier Text und Stern. Immer wenn ich den Stern setze, heißt das, das ist wirklich ein Pflichtfeld. Wer dort nichts einträgt, der wird zurückgerufen und muss dort etwas eintragen. Aber jetzt, hier muss ich noch eine sogenannte Server-Variable eingeben. Ich schreibe hier Straße. Ich schaue mir das nun mal an. Speichern. Gehe nach vorne. Aktualisiere. Ist nun die Straße hier? Ja, Straße. Aber jetzt steht ja auch wieder dieses blöde Pflichtfeld. Ich schreibe mal hier einfach anstatt Pflichtfeld einen Stern. Stern. So. Und hier auch statt Pflichtfeld Stern. Denn alle wissen, Stern heißt, da muss man etwas hineinschreiben. Speichern. Ich schaue mir das an. So, nicht schlecht. Die Klammer bräuchte es nicht und es wäre doch schön, der Stern wäre rot. Das machen wir. Ich gehe zurück, ich lösche die Klammer und ich setze vor dem Stern ein Programmiertag und ein B für Bold. Schließe das Tag hier und nach dem Stern nochmals einen Tag, das Schlusstag. Hier ist nämlich das Fett wieder beendet. So. Also, jetzt habe ich einen fetten Stern hier oben. Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. Und Seite ansehen. Ja, ich sehe das kaum. Ich probiere es noch mit Rot. Ich mache den Stern nun noch rot. Ich bin also wieder zurück und hier bei diesem B für Bold und Fett, da ändere ich noch den Stil, also Style, Style, gleich und ich schreibe nun die Farbe Color, Color, Doppelpunkt, ja wie soll der sein, eben Rot, also Red und das Color Red, das muss in Anführungszeichen stehen, also Color Red. Und der Stil ist soweit definiert. Ich schaue mal nach. Speichern. Und aktualisieren. Ah, super. Jetzt habe ich doch einen roten Stern. Das kopiere ich doch überall hin. Ich gehe wieder zurück. Und das ganze Teil hier mit B, Color Red und so weiter, das kopiere ich. Und ich brauche das nämlich auch hier. Ctrl V. Und auch hier Ctrl V. Da wird kein Stern verlangt. Also speichern. Ansehen. So. Ich glaube, jetzt sieht das schon sympathischer aus. Ich gehe nochmals zurück, denn das Mail, das ich erhalte, dort steht die Straße noch gar nicht drin, denn das Mail spuckt mir nur die Nachricht aus, das Thema, aber die Straße nicht. Also die Straße soll doch hier auch noch ausgespuckt werden. Ich kann hier mal irgendetwas schreiben. Der Typ wohnt an der Straße. Und jetzt hole ich quasi aus der Datenbank, was ich vorne programmiert habe, nämlich hier die Straße. Also diesen Programmiercode kann ich nun hier wieder kopieren und hier einfügen. Und beim Mail, das ich dann erhalte, heißt es dann, der Typ wohnt an der Straße so und so. Speichern und das funktioniert. Das war's.